Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute geht es um Seniorenhandys. Und zwar mache ich einen Vergleich zwischen drei verschiedenen Modellen. Wir haben hier einmal das Panasonic 328, das Doro 612 und das Amplicom PowerTel M6900. Zu jedem einzelnen Gerät mache ich verschiedene Videos, wo ich das Produkt dann vorstelle. Diese findet ihr dann in meinem Kanal und jetzt wünsche ich mal viel Spaß mit dem folgenden Video. In dem heutigen Video geht es um das Doro Phone Easy 612. Vorher gibt es aber erst noch eine Information für euch und dann gehen wir mal schnell rüber zu Amazon. Und zwar geht es um Folgendes: Wenn ihr mal auf YouTube meinen Kanal aufruft und runterscrollt, dann seht ihr hier die Playlists. Und hier unten gibt es eine mit der Bezeichnung Seniorenhandys. Wenn ihr diese mal anklickt, dann könnt ihr all meine Videos sehen, die ich im Bereich Seniorenhandys mal vorgestellt habe. Dort könnt ihr auch mein Vergleichsvideo anschauen. Darin habe ich erklärt, warum ich mich für die einzelnen Modelle entschieden habe und welchen Unterschied es zwischen der aktuellen und der Vorgängerversion gibt. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Amazon. Das Doro Phone Easy 612 gibt es bei Amazon zu bestellen. Das kostet jetzt 91,27 € und ist versandkostenfrei. Alternativ könnte man auch sich das 615er Modell bestellen. Das ist aber deutlich teurer mit 120 €. Den Link zu dem Doro 612 pause ich im Textfeld unter dem Video. Da klickt ihr drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Und jetzt stelle ich euch das Seniorenhandy mal vor. Ich zeige mal kurz, was als Zubehör bei dem Doro Phone Easy 612 dabei war. Da haben wir einmal hier diese Ladeschale. Da wird das Handy einfach nur reingesteckt. Das zeige ich nachher nochmal. Ein USB-Kabel zum Anschluss. Ein Stecker, um das USB-Kabel mit der Ladeschale zu verbinden. Ein Trageband, was man am Telefon befestigen kann. Ein paar Kopfhörer zum freihändigen Telefonieren. Und zu guter Letzt die Bedienungsanleitung. Hier haben wir also das Telefon selber. Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Da gibt es keine Spalte oder irgendwelche Teile, die knarzen. Auf der Front ist einmal das Doro-Logo. Hier ist alles schön geriffelt. Dann haben wir hier die Kamera. Auf der rechten Seite befindet sich der 2,5 mm Klinkeneingang, um Kopfhörer anzuschließen, also eine Freisprecheinrichtung, beziehungsweise das kann dann auch für die Radiofunktion genutzt werden. Und hier haben wir dann den USB-Eingang zum Laden. Dann haben wir auf der rechten Seite die Lauter- oder Leiser-Tasten. Auf der Rückseite, wir haben hier einen Lautsprecher und hier die Notruftaste. Und auf der Unterseite ist einmal diese Vorrichtung, um das Trageband zu befestigen und halt die zwei kleinen Ösen, um das Handy zu laden. Möchte man das Telefon laden, steckt man es einfach in die Ladeschale. Dabei ertönt gleich ein Ton und eine rote LED blinkt. Das Schöne an dem Telefon, das hat so eine ovale Form und erinnert dann so ein bisschen an einen schönen, runden, abgeschliffenen Stein. Klappen wir es mal auf. Dann haben wir hier einmal das große, gute, ablesbare Display. Und hier oben wurde auch noch eine Displayschutzfolie angebracht. Das erkennt man jetzt hier dran. Da ist so ein kleiner Nippel. Also die könnte man jetzt abziehen. Ich würde aber einfach das hier abschneiden und die Displayfolie drauf lassen. Dann haben wir einmal hier diese übersichtliche Tastatur. Hat mir sehr gut gefallen. Hier hat man zum Beispiel einmal die Taste für die Kamera. Dann diese Schnellwahltasten, die SMS-Taste und die großen Zifferntasten. Zu erwähnen sei auch noch die gute Bedienbarkeit der Tastatur mit einem sehr angenehmen Druckpunkt.
Führt man ein Telefonat, wird man vom Gegenüber sehr klar und deutlich gehört und kann die Person auch sehr gut verstehen. Der Akku, die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte lassen sich sehr einfach einsetzen. Auf der Rückseite einfach den Deckel nach oben schieben. Nun kann man hier seine SIM-Karte einsetzen, hier die Micro-SD-Karte und dann kommt der Akku rein. Zeige ich mal ganz schnell. So, das ist jetzt die SIM-Karte. Dann haben wir hier noch die Micro-SD-Karte. Die kommt dann so da rein, zack. Und dann setzen wir jetzt noch den Akku ein. Dann einfach wieder flugs den Deckel drauf geschoben und das war es dann auch schon gewesen. Um das Trageband zu befestigen, gibt es auf der Rückseite eine Vorrichtung. Dazu muss man aber den Deckel des Doro öffnen und dann hier jetzt diese Schnur einsetzen. Ungefähr so. Und dann setzt man den Deckel wieder drauf. Ja, und schon ist die Tragevorrichtung am Telefon angebracht. Das mitgelieferte Headset zum freien Telefonieren, das hat ja hier so eine Annahme- und ja, Auflegetaste. Kann man natürlich auch benutzen, um Radio zu hören. Das Telefon hat ja eine Radiofunktion verbaut. Da steht es jetzt, UKW Radio. Ich habe mal eine kleine Bastelei hier gemacht, damit ich euch das mal zeigen kann. Das Blöde ist, das Telefon hat hier diesen Anschluss für den Kopfhörer. Aber das ist ein 2,5 mm Anschluss. Das seht ihr hier. Das ist so ein ganz, ganz dünner. Den haben nicht die normalen Kopfhörer, die ihr zum Beispiel beim Walkman benutzt. Das heißt, ich musste mir erstmal hier einen Adapter kaufen. Ihr wollt also normale Kopfhörer vom Walkman anschließen, müsst ihr so einen Adapter kaufen. Kostet ungefähr 2 Euro. Jetzt habe ich da mal hier zum Zeigen eine Box angeschlossen, damit ihr das Radio hört. Und der Kopfhörer, also quasi die Freischaltanrichtung, dient als Antenne. Dann haben wir hier die Radiofunktion halt. Und dann kann man dann halt prima hier mit den Tasten hoch und runter die Sender einstellen. Funktioniert ganz gut und ihr könnt unterwegs dann auch Radio hören. Man kann ja mit dem mitgelieferten Headset auch freihändig telefonieren. Wer darauf keine Lust hat, kann noch was anderes ausprobieren. Ihr nehmt dann halt dieses Adapterkabel. Daran wird jetzt Folgendes angeschlossen. Ein Retro-Telefonhörer. Der ist jetzt von Opis, den habe ich auch mal in meinem Kanal vorgestellt. Könnt ihr mal unter der Suche Opis eingeben. Den kann man bei jedem Handy anschließen, was 3,5 mm Klinkeingang hat. Deswegen brauche ich ja den Adapter, weil wir haben nur 2,5. Den kann man dann hier so anschließen. Und dann könnt ihr wie in alten Zeiten damals bei einem Telefon hiermit telefonieren. Auch sehr angenehm, auch für ältere Leute. Alternativ gibt es ja dieses Telefon hier, das ist dasselbe wie der Hörer, nur halt mit einem Gehäuse noch, einer Wählscheibe und hier kommt eine SIM-Karte rein und ist ein Akku verbaut. Das ist also quasi dasselbe jetzt, wie ihr hier zusammen seht. Ja, jetzt seht ihr mich auch mal, ich will euch das gerade mal zeigen. Hier ist es mein Festnetz, da rufe ich jetzt mal an. Also, wir haben das hier verbunden. Jetzt wähle ich einfach mal mein Festnetz aus. Da haben wir es. Seht ihr dann hier, Festnetz wähle ich jetzt und gleich werde ich angerufen und dann kann man halt prima so telefonieren. Oh, es klingelt. Wer kann das sein? Ja, und ihr könnt dann noch die Lautstärke, während ihr anruft, auch noch ändern mittels den Tasten. Hier will ich gerade mal zeigen. So, jetzt habe ich Lautstärke ganz laut. Oder ihr könnt halt auch noch die Lautstärke verringern. Und das macht sich dann auch bei dem Hörer hier bemerkbar. Also, wie laut ihr das dann nachher hört. Aber ist schon genial, würde ich mal behaupten. Weil so kann, ich mal gerade hier auflegen. So kann, so,
So kann man halt dann wie in alten Zeiten telefonieren. Zum Einschalten wird einfach die rote Hörertaste gedrückt und gedrückt gehalten. Schon ist das Telefon betriebsbereit. Möchte man es ausschalten, drückt man wieder die rote Hörertaste und hält diese gedrückt. Dann wird man gefragt, will man es ausschalten? Man kann dann einmal mit Ja oder mit Nein bestätigen. Schon ist das Telefon ausgeschaltet. Ich zeige jetzt mal gerade ein paar Funktionen. Hier haben wir einmal die Kamerataste. Wenn man die drückt, kommt man direkt zur Kamera und dann kann man Fotos aufnehmen, indem man wieder die Kamerasymboltaste erneut drückt. Zeige ich jetzt mal gerade. Zack, jetzt muss man ein bisschen halten, nicht direkt wegmachen und dann hat er ein Foto aufgenommen. Das kann man dann speichern oder einem Telefonkontakt zuordnen. Drückt man diese Taste hier, kommt man sofort ins Menü rein, zeige ich mal gerade. Das ist das Menü und das kann man dann mit Hilfe der Taste nach unten oder der Taste nach oben durchscrollen. Mit Hilfe der rechten Taste hier kommt man ins Telefonbuch rein. Die grüne Hörertaste dient einmal dazu, Anrufe anzunehmen bzw. die Anruferliste zu zeigen. Hier haben wir jetzt die Anruferliste. Das hier ist ein verpasster Anruf. Hier habe ich selber angerufen und diese Anrufe habe ich alle empfangen. Die rote Telefonhörertaste dient dazu, um Telefongespräche zu beenden bzw. aus einem Menü direkt rauszukommen oder das Telefon auszuschalten. Dann haben wir noch die drei Schnellwahltasten A, B oder C. Dort kann man ja einen Telefonkontakt zuordnen. Ich drücke jetzt einfach mal C. Zack, dann erscheint hier meine Telefon-Fake-Nummer und diese könnt ihr dann auch dann direkt anrufen. Dann haben wir hier noch eine Taste, um eine SMS zu schreiben. Sehr praktisch, weil man kommt direkt ins Menü rein, wenn man diese Taste drückt. Jetzt muss man nur noch einmal Bit OK hier bestätigen und kann sofort loslegen. Schreiben wir zum Beispiel mal Hallo. Das geht sehr schnell und sehr einfach. Dann drückt man wieder die Bestätigen-Taste, also in diesem Fall an, und kann sich einen Kontakt aus dem Telefonbuch aussuchen und dorthin dann die SMS schicken. Wer keine Lust auf eine SMS zu schreiben hat, der kann auch eine Sprachnachricht senden. Einfach auswählen, mit OK bestätigen und schon kann man den gesprochenen Text aufnehmen. Dann drückt man einmal hier auf Stopp. Diesen kann man dann speichern und an die ausgewählte Nummer versenden. Und da wir gerade schon im SMS-Menü drin sind, zeige ich das nochmal. Hier haben wir halt SMS schreiben, Sprachnachricht schicken, man kann eine MMS schicken. Wir haben den Posteingang, den Postausgang, gesendete Nachrichten und das war es auch schon gewesen. Jetzt werde ich mal eine SMS schicken. Ja, man hat einen akustischen Ton gehört und das Telefon vibriert jetzt die ganze Zeit. Klappen wir das mal auf, wird hier eine S symbolisiert. Klicken wir auf Lesen, steht hier jetzt Test. Zu guter Letzt haben wir unten noch bei der Raute-Taste die Lautlosfunktion. Zeige ich es mal gerade. Man muss diese gedrückt halten. Und jetzt hat man lautlos aktiviert. Durch erneutes Drücken schaltet man diesen wieder aus. Bevor ich es vergesse, die Tastatur ist komplett beleuchtet.
Jetzt zeige ich noch die Tastatur im Dunkeln. Die Helligkeit ist auf die höchste Stufe eingestellt. Ich klappe das Telefon mal auf. Das schaut dann so aus. Hier haben wir die beleuchtete Tastatur. Alles sehr schön beleuchtet und wirklich gut im Dunkeln erkennbar. Jetzt stelle ich euch noch das Menü vor. Wir haben einmal das Telefonbuch, Mitteilungen, Anrufliste, Kamera, Bilder, Wecker, Organisator, Rechner, UKW-Radio, ICE, Spiele und Einstellungen. Ich zeige jetzt nur mal die wichtigsten Funktionen. Im Telefonbuch kann man dann seine gespeicherte Nummer anzeigen lassen bzw. einen neuen Kontakt erstellen. Das geht sehr einfach. Man gibt den Namen ein, kann dann auswählen Handy, Festnetzbüro und bei keinem kann man noch ein Anruferbild zuordnen. Wie das Foto eines abgespeicherten Kontakts ausschaut, zeige ich mal kurz. Dazu bin ich hier in der Anrufliste. Wir nehmen einen verpassten Anruf von mir und hier seht ihr dann das von mir abgespeicherte Bild. Als Speicherort müsst ihr aber dann das Telefon auswählen. Einmal für die Kontakte und einmal für die gemachten Fotos. Das Mitteilungsmenü kann man ja einmal selber über das Menü aufrufen oder wie bereits eben schon gezeigt über diese SMS-Direktwahltaste. Dann haben wir hier noch die Anrufliste. Das ist dasselbe, wie wenn ihr auf die grüne Hörertaste draufdrückt. Und die Kamera habe ich ja bereits eben auch schon vorgeführt. Dann kann man sich noch die geschossenen Bilder anschauen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Handy, Telefon, rote Telefon, hier bin ich jetzt. Dann kann man noch in die Option reingehen. Und dann kann man noch verschiedene Sachen auswählen, was man mit dem Bild machen will. Das Telefon hat auch noch einen Wecker. Und dort kann man dann die zu weckende Zeit einstellen. Ein Organisator wurde auch noch verbaut. Hier haben wir einmal einen Kalender. Und was mir sehr gut gefällt, ist diese tägliche Erinnerungsfunktion. Hier habe ich zum Beispiel mal einfach drei Kontakte abgespeichert, also drei Uhrzeiten, wo man dann zum Beispiel an die Einnahme von Tabletten erinnert wird. Und diese tägliche Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon komplett ausgeschaltet ist. Ein Taschenrechner wurde dem Telefon auch noch spendiert. Dort kann man jetzt zum Beispiel mal 3 plus 5 eingeben und dann wählt man hier mittels dieser Taste nach unten das Gleichzeichen aus und bestätigt wieder mit OK. Und dann kommt eine 8 raus. Das UKW-Radio habe ich ja bereits gezeigt. Wenn kein Kopfhörer in dem 2,5 mm Klinkenanschluss drin steckt, dann erscheint folgendes Symbol. Kopfhörer bitte anschließen. Dann haben wir noch die ICE-Funktion in case of emergency. Und zwar könnt ihr da persönliche Daten hinterlegen. Eure Namen, Geburtsdatum, die Größe, Gewicht, Sprache, Versicherung, Kontakt 1, Kontakt 2, den Arzt, die Krankheit, Allergien, Blutgruppe, Impfungen, Medikamente, sonstige Infos. Ist eine nützliche Funktion, aber wenn die Daten hinterlegt sind, muss der Nutzer auch wissen, dass er diese auf dem Handy abrufen kann. Und das muss man dem dann halt vorher auch sagen. Wer öfter länger beim Arzt sitzt und dem zu langweilig wird, der kann auch noch Spiele spielen. Gibt zwei Stück, einmal Tetris und einmal Boxman. Da haben wir einmal Tetris. Dort könnt ihr mit der Taste 4 das Teil nach links bewegen, mit der Taste 6 nach rechts, mit der Taste 5 bewegt ihr das Teil um sich herum. Und mit der Taste 8 könnt ihr es schnell fallen lassen. Das zeige ich jetzt mal gerade. So, links, rechts, um sich herum bewegen. Und mit der Taste 8 kann man es dann fallen lassen. Dann haben wir hier noch Boxman. Und zwar, da habt ihr so ein Smiley. Und ihr müsst diese Kisten hier auf diese grünen Felder schieben. Das geht mittels der Tastatur. Links, rechts, hoch, runter. Zeige ich mal gerade, schieben wir mal die Kiste dahin, zack. Dann schieben wir die Kiste dahin. Dann müssen wir diese Kiste dahin schieben.
Und die Kiste kommt jetzt nach oben. Und schon hat man den Level geschafft.